Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Angestellt und Vorgespielt. Heute eine ganz besondere Edition, und zwar die Geburtstagsedition. Jawohl, die Sandra hat Geburtstag, und über diesen Weg möchte ich alles Gute und Liebe und ganz herzliche Grüße Richtung Osten schicken. Vielen Dank, dass wir uns kennen. Vielen Dank, dass wir so viele schöne Sachen zusammenspielen. Ach, ist das schön. Und beim Durchstöbern ihrer Wunschliste, ja, habe ich das hier entdeckt. Plantera ist gestern rausgekommen. Plantera 2, Golden Acorn. Jetzt könnte man denken, was? Acorn, das Unicorn da oben rechts, unten rechts. Nein, es ist natürlich die goldene Eichel, ist ja klar. Und ja, ich habe mir gedacht, machen wir nicht nur ein Geschenk in Form dieses Spiels, sondern machen wir auch ein schickes Geburtstagsvideo. Also dieses Video ist jetzt speziell für die Sandra, und ich denke, wir werden dieses Spiel beide suchten. Ja, mal gucken, wer zuerst alle Errungenschaften hat und wer zuerst das Unicorn hat, okay? Auf die Plätze, fertig, los. Ja, wer Plantera nicht kennt, es ist ein Wusel Idle Clicker, irgendwie sowas vielleicht. Und ich habe es geliebt, ich habe es so geliebt. Und die kleinen blauen Helfer. Oh, offensichtlich gibt es ja schon das erste Tutorial. Wir müssen auf diesen, was auch immer das ist, klicken. Oh, guck mal, oh, wie schön, der Schneeball wird zu einem Fangnetz gefangen für eine Münze. Und noch eine Münze. Und wir haben hier auch Progress, guck mal hier. Und hier blinkert Shop öffnen. Es kann sein, dass das alles ein bisschen pixelig ist. Das ist eben hier auf Vollbild aufgenommen. Also alles ein bisschen in die Länge gezogen. Man kann es auch auf weniger Vollbild machen. Ne? Dann ist es auch schön. So. So, für 5 Münzen können wir uns das jetzt hier kaufen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Können wir mal gucken. Lauch. Ah, schließen. Lauch dauert wahrscheinlich 10 Sekunden hier. Und macht dann bing, 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 bing. Macht 4-mal Lauch. Für 1 Dollar. Okay, machen wir das mal. Das Schöne am Spiel ist, Plantera ist ja klar, kommt nur vom Pflanzen und so weiter. Und da seht ihr schon, kann man halt so schick was anpflanzen. Jetzt wartet man einen Moment lang. Was ist das denn hier? Ein Maulwurf. Ab. Können wir den jetzt einsammeln hier? Nee, schade. Oh, guck mal, jetzt hilft der kleine blaue Mann hier. Und ihr seht schon, der pflanzt hier quasi. Quatsch, der pflanzt nicht, der nimmt halt hier den Lauch raus. Ja, und jetzt ist das wie so ein Aufbau, ne? Jetzt wartet ihr quasi, ihr seht, da wächst der neue Lauch. Ach, wie schön. Wie habe ich das vermisst? Und eine Erdbeere, Level 2. Wir können ja nochmal hier den Maulwurf jagen. Und hier nochmal. Warte mal, jetzt was Neues. Ein Fisch. Habe ich den Fisch gefangen? Cool. Also, jetzt können wir natürlich mit dem Gold neue Sachen kaufen. Hier gibt es auch nochmal einen Beerenbusch. Und zwar die Erdbeere. Den kennen wir noch. Den kenne ich noch von früher. Jetzt kann man das hier so ein bisschen hintereinander pflanzen. Ihr seht nämlich jetzt hier. Mal eben hier kurz gucken. Jetzt wächst hier in der vorderen Reihe der Lauch. In der hinteren Reihe sind die Erdbeeren klar. Und. Jetzt habe ich rausgetappt. Uiuiui. So, und wenn die Erdbeeren klar sind, dann kann man die ernten. Ihr seht hier, jetzt fallen die runter. Und Ette hier, ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen. Wir können sie ja Sandra nennen, zur Feier des Tages. Sandra hilft uns. Bumps, so. Da kommt immer der Vogel, den kann man wegkicken. Den Maulwurf kann man für 2 wegkicken. Ach, ist das schön. Die Fische kann man fangen. Es gibt so viel zu tun. So. Und da kommt der zweite Helfer. Ist das nicht schön? Das ist der Tor. Ihr wisst ja, ich spiele immer mit dem Tor und der Sandra, und dann ist natürlich, liegt das natürlich klar auf der Hand, dass hier die Mitspieler auch so heißen, wie sie heißen. So, jetzt gucken wir mal, was es hier noch gegeben hat. Es gibt hier Bäume für 25, und zwar den Pfirsichbaum. Mal schnell hier das Ding weghauen und den Pfirsichbaum aufbauen. Sehr gut. Ja, ihr seht schon, das hat hier alles so seine eigene Dynamik jetzt hier. Noch ein bisschen was machen. Das wird scheinbar auch teurer hier, oder? So. Schön hier dem Vogel und dem Maulwurf auf die Nuss hauen. Man kann auch selber einsammeln. Na, ihr seht, kann ich auch. Einmal zum Pflücken und einmal zum Aufheben. Und noch einen zweiten Bärenbusch. Bärenbaum-Dings, ihr wisst schon. Das wird nachher richtig, richtig krass wuselig. Dann wuselt hier so viel Zeugs rum. Das
Halte dir kaum aus. Da ist man mitunter echt beschäftigt mit der Klickerei. Aber es macht auch einfach mega Laune. Und es gilt so ein bisschen, die Layer so übereinander zu legen. Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber. Der Satz klang jetzt nach mehr, aber ist tatsächlich nicht. Also alles gut. Level 4, da kommt der Katze ins Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt hier von der Seite kommt. Ah, nein, hier. Ach, genau, ich erinnere mich. Ich glaube, das waren so Haustiere, die man haben konnte. Was macht das eigentlich für einen Sinn, so ein Spiel nochmal zu spielen? Es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock. Es hat so ein bisschen Nostalgie und ach, ich mag es einfach. So. Wo sieht das hier aus? 39. Fisch gefangen. Bapp. Maulwurf geköpft, noch ein Fisch gefangen. Ach, jetzt läuft ja alles. Ja. Ja, was wünscht ihr euch denn eigentlich zum Geburtstag? Wenn ihr Geburtstag habt, kriegt ihr auch Spiele geschenkt von Freunden? Oder steht ihr noch auf andere Geschenke? So, okay, jetzt haben wir die Katze. Die platzieren wir mal hier rein. Was macht denn die Katze so? Info lesen sollen. Katze, einmal Wollknäuel oder was auch immer, macht 5 Dollar. Was immer das bedeutet. Ach, die spielt mit dem Wollknäuel, ja, tatsächlich. Hopp. So. Ach, guck mal. Es gibt hier eine ganze Menge zu tun, wie ihr sehen könnt. Mal gucken, wir haben noch einen Baum, wir haben noch Erdbeersträucher und Lauch. Da warten wir vielleicht einfach mal ab. Was ist das denn hier? Das waren die Diebe, glaube ich, ne? Die, genauso wie die Vögel auch, die fangen sich halt Sachen. Was mitunter ein bisschen schwierig ist. Ja, das nächste Eidelflicker-Spiel, was ich euch vorstellen werde, kommt am 20. raus. Ich bin mal sehr gespannt. 20. April. Und zwar angelehnt an das Town Factory-Spiel. Das kennt ihr vielleicht ein oder andere. Oh, hier ein Marienkäfer. 50, nice. Weg mit dir. Und das werde ich euch auch präsentieren. Aber das ist jetzt speziell für Sandra, weil die heute Geburtstag hat. Ja, und wenn man so lange schon miteinander unterwegs ist und so viele Spiele miteinander spielt, ja, und eigentlich auch schon sehr viel erlebt hat, so YouTube-mäßig auch, dann kann man auch mal ein schickes Geburtstagsvideo machen. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt ihr einfach jetzt mal alle herzlichen Glückwunsch für die Sandra unter dieses Video. So, jetzt habe ich hier ganz verpasst. Wir haben ja auch Blümchen. Was sind das für Blümchen hier? Weiß man nicht so genau. Ach, können wir das frei wählen jetzt hier? Was macht denn das Blümchen? Das ist einfach nur hübsch. Okay. Müssen wir den besonders schönen Garten machen. Was ist denn das hier eigentlich? 1266. Ah. Könnte man das nicht... Ah ja, guck mal, man kann auch... Man kann hier auch... 500. Ah, das kann man noch freischalten. Das kann man auch freischalten, da muss man aber bezahlen. Oh, Errungenschaft. Also offensichtlich müssen wir irgendwie ein paar Blümchen hier pflanzen, damit wir... ...ein paar schicke Sachen kriegen. Weg mit dir, du Dieb. So, gucken wir mal. 1266. Wir können dann noch ein Blümchen machen. Machen wir mal hier noch eins hin. Was haben wir jetzt? 1364. Ah ja, ist interessant. Ja, unten rechts seht ihr auch... Es gibt Errungenschaften, da habe ich mir jetzt noch nicht ganz angeschaut, kann man immer mal machen. Also. Mann, ich bin die nächsten Tage einfach beschäftigt, Freunde der Nacht. Ich mag ja sowas, ne? Ich stehe auf sowas total. Nicht genug Platz. Oh. Vielleicht noch ein Erdbeerbäumchen. Was haben wir jetzt? Und noch ein Helfer. Ja, das ist sehr hilfreich. Helfer sind immer gerne gesehen. Ja,
hier gibt es ja echt eine ganze Menge zu tun. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier Blaubeersträucher. Die können wir ja mal hier hinsetzen. Und ihr seht jetzt hier schon, zum Beispiel dieser Blaubeerstrauch bringt 4x2 $. Und der hier, der brachte ja 4x1 $. Das heißt, weg mit dir. Und der bringt 10. Und der bringt auch 10. Ja, aber der ist dann tatsächlich ein bisschen besser, der Blaubeerstrauch, weil er einfach 1 $ mehr gibt. Kann man die denn jetzt ersetzen? Wie war denn das nochmal? Ich meine, die konnte man irgendwie ersetzen. Ah, da muss ich jetzt aber wirklich nochmal gucken. Warte mal, abbrechen hier. Den hier vielleicht. Na, und weg mit dir. Kann ich den denn jetzt wirklich abreißen? Ah ja, hier. So, da ist er weg. Stattdessen setzen wir jetzt einen von denen. So, nein. Du bleibst mal schön hier mit dem. Oh, es gibt so viel zu tun hier, Freunde. Es gibt hier so viel zu tun. Hier, was ist das denn? Gartenerweiterung für 500. Nehmen wir doch. Jetzt können wir nämlich neue Bäume pflanzen. Und wir haben hier noch einen Hut bekommen. Wer kriegt denn jetzt hier den Hut? Eieieiei. Das geht ja richtig ab hier. Geh weg, du Bösewicht. Dich wollen wir hier nicht. Was ist denn das hier? Warte mal. Bauernhut trägt +2. Muss ich das nochmal lesen, was jetzt hier trägt. 2 auf der Hut, nicht mehr auf Lager. Okay, vorrätig 2. Ah ja, 2 Leute tragen den Hut jetzt. Man kann es jetzt nicht so gut sehen, weil die irgendwie nacheinander oder ineinander laufen. Die haben halt noch nicht so viel zu tun hier. Ja, wir haben 2 auf Lager. Wollen wir noch einkaufen? So, und wir müssen irgendwie diese Leiste hier voll machen mit vielleicht schönen Blümchen. Hier waren doch die Blümchen, die hatten noch, die brachten doch 100. Da können wir doch mal ein paar Blümchen pflanzen. Leider geht das nicht immer. Läuft, oder? Würde ich sagen. Ist ein bisschen wie so eine große Geburtstagsparty hier. So. Und Sterne, was haben wir denn hier? Guck mal die Info. Minivogel. Einmal macht irgendwas Blaues, macht 5 $. Und Vogelhäuschen macht 50 $. Gut, aber der kostet auch, wie wir jetzt gerade sehen, mal einfach. Lass das mal. Das war immer so ein bisschen das Problem, dass die Helfer zwar helfen, aber irgendwie auch ein bisschen immer auf der gleichen Stelle laufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja. So, du lässt das mal hier in Ruhe. Hier können wir mal ernten. Ach, herrje. Wir sind doch gleich so weit, oder? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann kaufen wir mal hier so einen Mini-Vogel. Den platzieren wir jetzt mal hier so hin. Ah, der Mini-Vogel sitzt da oben im Baum. Wie cool ist das denn? Komm, wir machen noch eine Pflanze. Müssten wir jetzt nicht eigentlich dann damit schon... Müssten wir damit jetzt schon drüber sein? Nee, tatsächlich nicht. Warum noch was? Machen wir da hier noch eine Pflanze hin. So, 1600. Jetzt haben wir das erste... Goldene Korn. Na, ihr wisst schon, hier diese Eichel. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was das bringt.
Aber man kann auch scheinbar angeln. Gut, das wäre jetzt ein bisschen noch die Frage. Wollen wir nochmal was austauschen? Hier vielleicht so einen oder anderen Baum. Weg mit dir. Gut, dann tauschen wir hier die Bäume aus. Und setzen stattdessen hier diese Apfelbäume hin. Weil auch hier, seht ihr, das macht zwei. Und das macht halt nur einen. Ja. Da muss man das Ganze immer mal ein bisschen optimieren, hier mit der Zeit. Haben wir den Vogel nicht in den anderen Baum gesetzt? Ja, ihr seht schon, das Problemchen, in Anführungszeichen, ist halt, dass halt hier sehr viel einzusammeln ist und die Helfer nicht unbedingt alles mitkriegen. Aber gut, dafür sind wir dann da. Können wir da ein bisschen nachhelfen. Ja, wenn jetzt mal einer verschwindet mit so einem Dingsy, dann ist das auch nicht die schlimmste Sache der Welt. Auch wenn das ein bisschen ehrgeizig ist. So, okay, machen wir mal noch einen weg. Nehmen wir mal den hier weg. Und setzen hier nochmal... Das hier, was sind das hier eigentlich? Abbrechen? Ah, 715 kostet das die nächste Erweiterung. Wow, krass. Haben wir denn sonst was dazu bekommen? Nee, gesperrt. Die Eichel ist noch gesperrt. Hüte, Vogelhäuschen. Oh, ein Vogelhäuschen, dann macht der 50. Mit dir, Vogel. Das sind diese goldenen Blätter. Mal gucken, wie viel die machen. Ah, habe ich jetzt nicht gesehen. Hat ganz schön viel zu tun hier, oder? Jetzt mal ernsthaft. So ein bisschen wie so eine Geburtstagsparty für Kinder. Ist auch viel zu tun. Gibt es was Neues? Ja, wir haben eine... was ist das denn? Eine Henne. Die bringt 10. Na dann, mal her mit der Henne. Und hier hinten haben wir die goldene Eichel. Was ist das? Das ist die Eiche. Für 1000. Die macht 1000. Die kostet eine. Ja, wo wollen wir die denn hinstellen? Vielleicht sammeln wir mal eben die 715. Wo ist denn hier eigentlich mein Geld da unten? Okay. So Marienkäferchen. Ist ja übrigens auch die Marienkäferzeit gerade. Ich find's so lustig. Das ist so ein super schönes Kinderspielchen. Oh, was ist das denn für ein Fuchs? Bist du wohl weg, Fuchs? Wolltest du das Schweine, die Henne essen? Ist ja unverschämt. Nicht mit mir. Also sonst spielen wir natürlich hier nur ernsthaften Kram auf diesem Kanal. Ja, nicht ablenken lassen. Sonst spielen wir wirklich nur ganz ernsthaften Spiele-Spaß hier. Das ist jetzt nur zufällig so ein Kinderspiel. Was, jetzt kostet die schon 2? Nee, warte mal, das hier ist die Eiche, oder? Das ist... Aber das kann ich gar nicht... Ich hab's schon gebaut, glaube ich. Ich hab's schon gebaut. Uiuiui, okay. Bams. 2699. Okay, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Hier die Vögelchen. Machen wir einfach mal hier direkt in die Eiche ein Vögelchen rein. Und was pupst hier ordentlich? Henne haben wir ja schon. Das sind die Bäume, das sind die Sträucher. Hier gibt es Karotten. Auch nicht schlecht. Nehmen wir die Karotten hier weg. Dann bauen die mal Karotten an. So, was machen die? Die machen auch 2. Ihr seht, man muss das dann austauschen. Wir brauchen wirklich mehr Helfer oder sowas. Man kommt halt sonst nicht mehr der Reihe. Also man kommt einfach nicht mehr nach, das alles nachzuhalten hier. Ja. Und ich mag diese kleinen Incremental Games eben umschalten. Das wird halt irgendwann... Hörst du mal auf damit. Irgendwann richtig voll. Also ein bisschen wie beim Hauptbildschirm quasi. Ne? Wie viel Apple hier rumliegen? Apple White draus mal, gell?
Was für eine schöne... Na, lässt du das mal? Schade, den haben wir nicht erwischt, tatsächlich. Ach, wie ärgerlich. Und hier ist der Fuchs. Ich weiß nicht, was der macht. Ah, und es gibt hier Errungenschaften ohne Ende. Das ist natürlich auch toll. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel es da so gibt. Aber wir werden sie alle holen, würde ich sagen. Die nächsten Tage und Monate werdet ihr mich hier in diesem Spiel versuchen sehen. Das kann ich euch aber versprechen. Und noch ein paar Hüte kaufen vielleicht. So, 10 haben wir jetzt mal gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viele Helferchen wir haben. Ja, müssen ein bisschen auf unsere Katze aufpassen. Bams, Hälschen weg und den gleich hinterher. Achso, ja genau, wir wollten ja ein bisschen sparen auf die nächste Erweiterung. Was haben wir denn da bei Level 10? Wir sind jetzt knapp Level 8. Hier gibt es bei Level 9 gibt's was. Man möchte manchmal schreien, ne? Da ist was rausgekommen. Pass auf. So, pass auf. Wir machen jetzt hier nochmal den Lauch weg. Und machen stattdessen mal hier das rein. Was macht denn das? Das macht sogar 3. Die Zwiebel macht 3. Das ist doch jammer. So viel zum Sparen, ne? Das ist ja immer das Gleiche. Hier haben wir nochmal so kleine Pilze. So, was machen die eigentlich? Die machen jeweils 100. Damit sind wir bei 30, 40, aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Ja. Ich würde sagen, als einen kleinen Einblick soll es das erstmal gewesen sein. Ich glaube, da passiert jetzt gerade nicht sonderlich mehr. Und... wie der Fuchs hinter dem Hühnchen daher ist, auch lustig. Ja. Ich bin nur damit beschäftigt, Sachen abzuwehren, einzufangen und so weiter. Wahnsinn. Bams. Ah, gibt schon ganz schön viel zu tun hier, ne? Na gut, also, ich sag mal so, das soll es erstmal gewesen sein. Das ist ein kleines, Geburtstagsvideo für die Sandra, der ich dieses Spiel heute auch kredenzt habe. Auf Steam kann man das ja, man kann sich einfach Spiele hin und her schenken, das finde ich richtig cool. Ja, und das ist, gab so eine kleine Botschaft dazu, wie auch immer. Jedenfalls, hier erweitern, für 750, nice. Ist das jetzt das schon? Ist das jetzt schon alles? Habe ich da schon eine Erweiterung gemacht und habe es nicht mal mitgekriegt? Mit der. So, vielleicht hier noch ein paar... Ach, das ist auch alles richtig teuer geworden hier, ne? Na gut. Ja, ich mache noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.